Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies mit einem, ja, blöden Ende vor letzter Folge, weil einfach meine ganzen Harvester auf einmal nicht mehr funktioniert haben. Wahrscheinlich, weil ich ins Nether gegangen bin, hat er dann Probleme gemacht. Jetzt habe ich gerade noch festgestellt, ich habe hier auch einen Scheiß gebaut. Ich habe die Reihe hier falsch gesetzt. Normalerweise, also diese hier, die werden gar nicht abgebaut. Die blöden. Ja, schade, schön wäre es gewesen. So, jetzt kann er die Bohne erstmal neu setzen. Die hier müssen auch weg. Ich hätte sie einfach zu Ende bauen lassen sollen. Ist egal jetzt gerade. So, jetzt muss ich hier nämlich einmal umbauen. Denn da soll er nicht planten. Wenn er plantet, soll er das bitte hier machen. Haha. So. Das hier muss mal kurz weg. Da muss ich mal... So. Wo ist jetzt die Erde? Da. Dirt. Da kann nämlich, soll nämlich hier lieber die Sachen hinpacken. Ist besser. So, Ender Lady Seeds, bitteschön. Und hier kommt jetzt das Holz hin. Ach, was habe ich mir dabei nur gedacht? Talk. So. Okay. Arbeit. Schön. Jetzt arbeite ich eigentlich auch wieder alles. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich jetzt hier da gerade geschafft. Klick hier to start. Ich wundere mich, warum Hell's Kitchen nicht vorangeht. Ja, wenn es so einen Scheiß macht, ist klar. Dann ist das klar, wenn hier nicht gearbeitet wird. Nicht wahr, meine Freunde? So. Wir schnappen uns hier mal einen Schwung Seeds. Den bringe ich mal runter. Das System hat nicht weitergearbeitet. Das ist zum Kotzen. Ich habe es nicht gemerkt. Das ist noch mehr zum Kotzen. So. Sämtliche Seeds da rein. So. Attacke, würde ich sagen. Dann die Säumilk hier hin. Und kurz was trinken. Und dann schauen wir, was wir jetzt machen. Wir haben ja noch die Lagerumsortierung hier am Laufen. Das läuft eigentlich auch ganz gut. Wir könnten hier nochmal die Kiste wegpacken. Die brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die hat er leer. Okay. Sehr schön. Das war jetzt hier Limestone. Hatte ich den Limestone in die Whitelist gepackt? Ich hoffe mal. Nachschauen. Limestone ist drin. Okay. Dann können wir weitermachen mit dem Bone Meal. Auch das kann weg. So. Wupp. Mit Servo, of course. Und Attacke. Und Attacke 2. Und wir nehmen uns hier was raus, damit wir es in die Whitelist packen können. So. Also da, hier, da, dort und go. Let's go. Gut. Das kann weg. Er räumt raus. Groß rein auch, alles muss raus. Jetzt zuschlagen, später freuen. So, das kann weg. Okay. Was habe ich da jetzt noch drin? Das sind Exotic Seeds. Erstmal kann das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Die können eigentlich alle schon mal wegrationalisiert werden. Und da muss ich überlegen, hier das Appetit, ja, das bräuchte ich theoretisch hier. Aber hier kommt gerade eh so gut wie kein Piet an. Und das regt mich tierisch auf. Doof. Sehr, sehr, sehr doof. Pretty doof. That's pretty doof. Naja. Okay, die Geschichte hier. Keine Ahnung, was das nochmal war. Das ging auch ins ME-System. Hier produziert er mir jetzt Raw Plastic. Raw Plastic 90 habe ich schon mehr, dann gibt es wieder 10, okay. Ich befürchte, ich muss bald wieder Rubber Trees anbauen, sonst geht das hier schief. Dann geht das hier schief. Okay, was haben wir hier aktuell noch? Hier habe ich jetzt, warte mal, was ist, da drin wäre Rubberwood, da ist Oakwood, da ist Oakwood. Lass uns das Oakwood doch nochmal rauspacken. So. Hat er hier was zu tun? Freut er sich. Die Sawmill, die freut sich doch.
Okay, hier was rein durchschieben. Ja, die eigentlich. Mist, zu spät. So. Das sieht auch gut aus. Es läuft zumindest. Weg, weg, weg. Die Bienchen. Sie regen mich auf, aber ich liebe sie auch. Ich muss ja zugeben. Alle, hopp. So. Hast du jetzt endlich mal eine Princess für mich? Immer noch nicht. Sag mal, Modest, willst du jetzt nicht mal... Ich modestiere hier gleich. Dreh gleich durch. Wirklich. Oh. Excited. Habe ich jetzt hier eigentlich noch bei der Beast Trees hier... Excited brauche ich. Nee, Energetic, die brauche ich noch. Die brauche ich tatsächlich noch. Manual Submit. So. Was ich jetzt nochmal angehen müsste, ist eine ganz bestimmte Sache. Ich brauche eine Oblivion Bee. Oblivion. Nicht Olivien, sondern Oblivion. Diese brauche ich. Die Oblivion Princess oder Oblivion Drone, oder die brauche ich auf jeden Fall. Für die Bienchen hier hinten, die mir die Enderperlen züchten können, diese Spezialbienchen. Das Problem ist, die kann ich mir nur holen, indem ich sie mir mit diesem Fass und dem und dem Oil machen kann. Da brauche ich einen Barrel. Oak Barrel hier. Und ich brauche ein Fluidakt. So, komm mal her, da, und dann muss ich hier ein paar Seeds reinpacken, die kriegen wir her, glücklicherweise, so, Seeds, Attacke, und das Seed Oil schmeißt du dann hier rüber, hoffentlich. Where is the seed oil gone? Ja, jetzt ernsthaft, wo ist das Seed Oil hin? Da ist nichts, das ist empty. Machen wir so. Hä? Squeezer. Seed Oil. Squeezer. Aha. Mhm. Squeezer. Hier müsst ihr doch eigentlich mit Seeds. Ach, da gibt es nur so ganz wenig. Ei. Hä? Ich dachte eigentlich. Ginkgo Nut, Coffee, Seeds. Hier gibt's so wenig Seed Oil nur für aus den Seeds. Ich dachte, das wäre wesentlich mehr. Wie habt ihr das denn sonst gemacht? Barley Seeds. Nutmeg. Aha. Asparagus. Hä? Und like, hä? Eigentlich müsste hier doch Seed Oil ankommen, oder? Aber wieso zeigt er mir hier nichts an? Weil die Menge zu gering ist, oder wieso? Oder ist die Maschine auch kaputt? Seed Oil. Beeswax, Seed Oil Capsule. Squeezer. So. Das
erzählt, es gibt nur so wenig. Ich dachte, es wäre hier so gigantiziös groß. Butternut. Da gibt's 0,18. Aha. So Chestnut. Habe ich hier zu wenig Chestnut-Tree oder so? Das sind Olives. Wie viel bringen denn Olives? Ah, jetzt ist Seed Oil drin. Okay. Oliven bringen auch was. Walnuts vielleicht auch. Ernten wir hier mal kurz. Ein bisschen. So. Das ist Avocado. Könnte auch funktionieren. Das ist das Mango. Das ist Nutmeg. Ah, Nutmeg ist gut. Nutmeg ist super. So. Jetzt gucken wir doch mal hier. Also, Avocado funktioniert nicht. Olives funktionieren nicht. Walnuts funktionieren nicht. Nutmegs funktionieren auch nicht. Dann muss ich hier auch wohl mal ein bisschen mit Olive Oil weiterarbeiten. Wir machen es mal so. Seeds. Haben wir gerade noch mal wieder welche? Naja, ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Lassen wir ihn da mal weiter ackern. Unseren Freund hier. So, einmal Seeds da rein. Hä? Jetzt wieder... Willst du jetzt nicht mehr, oder was ist los mit dir? Nur Inventory. Space? Empty this machine's inventory. Seed oil. What? Also. Warte mal kurz. Nee, wie hieß Bucket? Dafür ist ja zu wenig drin. Seed Oil. Nehmen wir mal ein Pneumatic Servo her. Okay, und jetzt? Jetzt geht's wieder, oder? Jetzt geht's wieder. Auch lustig. Jetzt muss ich mal testen. Geht das auch jetzt mit Oliven? Geht auch. Ah! Nur Inventory Space. Seed Oil. Eigentlich? Hä? Seed Oil. Also, so rein eigentlich müsste das doch funktionieren. Jetzt erzähl mir kein vom Pferd. Muss ich dich jetzt erst abbauen, damit du wieder funktionierst, oder was ist los? Ey, das ist eine ganz komische Maschine. Sorry, aber ist so. Komm, mach die Seeds rein. Seed Oil. Das müsste aber eigentlich rausgehen. Flut Seed Oil, ja. Jetzt müsste da der Pegel steigen. Let the Pegel rise. Fruit Juice? Fruit Juice? What? Okay, Fruit Juice, whatever. So, jetzt brauche ich nochmal so ein R. Weg damit. Artificial Hive. Die brauche ich jetzt nochmal. Die Dinger brauche ich jetzt. Zirkmash, Hay Bale. Ich habe aber noch irgendwo welche, oder? Ich habe da noch irgendwo Artificial Hives rumspringen. Ein Artificial Hive habe ich noch. Yay. Machen wir uns mal so ein paar Hay Bales. So. Und dann brauche ich Artificial Hives. Da. Sigmesh. Bom, bom. Okay, und jetzt müsste ich ja eigentlich hier so Artificial Hives. Ohne Ende. Cool. Er arbeitet noch sehr gut. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Ich gucke noch mal nach den Bienchen hier, was die sagen. Die sagen wahrscheinlich, nee, geh weg, mag dich nicht. Ja, genau das sagen sie. Weil sie keine Prinzess für mich haben, diese Schweine.
Okay, hier sieht's gut aus. Wie sieht's hier eigentlich aus? Passiert da jetzt mal was? Sterben die? Hi, my friend. Stirb. Sehr gut. Sehr gut. So wie das, das sind Geräusche, die ich gerne höre. Solche Geräusche höre ich gerne. So, den Scheiß können wir da reinwerfen. Hi. Upp. So. Das sieht auch gut aus. Eigentlich bin ich gerade ganz zufrieden. Abgesehen davon, dass hier keine scheiße Modest Princess ankommt. Hä. Hey. Gut. Wie sieht es hier in Sachen Seed Oil aus? Wir haben es fast voll. Mach mal hinne. Jetzt reicht's nicht ganz. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Das darf nicht wahr sein. So, nehmen wir die Hälfte nochmal mit. So. Attacke. So. Attacke, Attacke, Attacke. So. Jetzt brauche ich nämlich dann den Scented Artificial Hive. So. 98, 99, 1000. Yay. Und jetzt habe ich ein. Jetzt muss ich das hier. Boah, leck mir am Arsch. Okay. Jetzt brauche ich ein bisschen Endstone. Ach, das war die Geschichte mit den Enderperlen und dem Sandstone, oder? Endstone. Stone vor allen Dingen. Endstone. Da, genau. Resonant Ender in einen Sandstone-Block oder Resonant Ender auf einen Obsidian-Block. Beziehungsweise, hier brauche ich nur 50 Millibuckets, da brauche ich zwei. Das ist doch besser. Resonant Ender auf Obsidian-Block. Okay, machen wir das doch mal. La 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 la, tun wir das doch einmal. Runter, hier, hi. Ho, diggedi. Okay. Das war doof. Ich brauche hier. Erst muss ich den Scheiß hier ausgießen, der noch drin ist. Yep, ich brauche mein Ingot Cast. Da. Einmal hoch hier. So, einfach alles rausgießen, was drin ist. Einfach mal alles rausgießen. Alumite. Alumite. Das müsste Aluminium sein. Und ne, sogar. Ja doch, ist Aluminium. Und ob sie. Na, ich Idiot. Ob sie denn Inge. Ich bin so dämlich. Na gut, es muss eh raus. So, jetzt ist nichts mehr drin. Perfekto. So, jetzt müsste ich mal eine Enderperle schnappen. Eine Enderperle. Hi. Probieren wir es erstmal mit einer, bevor wir irgendwas falsch machen. Enderfisch, ja. Enderperle. Die kommt da rein, wird verwurstelt. Ich schnapp mir ein bisschen Obsidian. 47 ist schon mal eine gute Hausnummer. Mag das. Und pack den Obsidian den Block da rein. Warte ein wenig. Ist schon wieder Blut drin. Ich krieg die Krise. Wieso ist da schon wieder Blut drin? Raus mit dir, du Sau. So. Okay, jetzt ist es weg. Coagulated Blood, ja. Okay, Blut ist raus. Enderperle ist gleich drin. Wir gucken, es müsste 250 Millibuckets geben. Ich hoffe es mal. Okay, wunderbar. Dann müssten wir uns jetzt 5 Stück machen können, tatsächlich. Geilo. 5x Endstone. Auch nicht schlecht. So. Nein! Ich Idiot. Ich grandioser Idiot. Ja.
jetzt habe ich den Rest wahrscheinlich rausgegossen. Der Rest ist jetzt weg, ne? Ja, der Rest ist weg. Ich Idiot. Aber ich habe immerhin zweimal Endstone, die ich theoretisch für eine Quest abgeben könnte, wo ich viel zu viel von dem Zeug abgeben muss. Bei For the Hoarding. Wie viel brauche ich? 1000. Ender DC ist ja nett. Gather Endstone. No land to lay eggs. It needs place to live. The End Dragon is sad. It has no home. No land to lay eggs. It needs a place to live. Ja, armes Viechi. Gut, jetzt gucken wir mal. Ich wollte jetzt mal den Endstone hier in den Boden pflanzen. Den Endstone. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. So, und darauf den Scented Artificial Hive setzen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht eine Oblivion Bee kriegen. Das wäre ja meine Maßnahme. Ich wäre glücklich. Gut, entweder das ist nachher ein Hive geworden oder nicht. Bei nicht wäre ich traurig. Dann wäre ich ein trauriges Andrena. Nicht weinen, ich weiß, aber es ist nun mal so. Hast du blödes Miststück jetzt endlich mal dafür gesorgt? Nein, hast du nicht. Ich dreh ab, ey. Ich dreh am Rad. Ich dreh absolut am Rad. Das darf nicht wahr sein. Alle Welt produziert mir hier tonnenweise von dem Scheiß hier. Selbst die Imperial Bees haben mir inzwischen neue Princess gemacht. Die Noble. Der hier ist voll, er kann nicht mehr. Er ist auch voll, er kann auch nicht mehr. Bom, 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 bom. Rein damit, Doc, Doc. Na, das war falsch. Foss? Vor? Okay. Ich meine, okay. Aluminium Ingot. Dirt. Casting Basin. Oh, das hätte ich wieder aufstellen sollen. Mist. Jupp. Was ist das hier? Shimmering Comb. Da kommt Refractory Wax. Okay, ich meine, ja gut. Ne? So. Artificial Hive. Spawning. Gut. Dann würde ich mal so sagen, das läuft soweit. Ganz gut. Wir haben zwei Endstone bekommen. Ich muss das Ding da wieder hinbauen. Mit dem Endstone, das ist noch ein bisschen, das ist noch eine krasse Aufgabe. So. Haben wir das auch geklärt. Hier sieht es auch gut aus. Das ME-System wird voller und voller und voller. Hier hinten rum ist auch alles in Order. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr von der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.